klar. Klar, da habe ich das. Weil wer es hat, der kann gerne mitspielen. Macht nichts. Danke, dass du Far Cry 5 spielst. Bitte. Weder wird uns dir noch ihre Umra noch ihre Verdorbenheit dir wieder Schmerz zufügen. Der Vater. Ja, der Vater hat einen Pol. Es fühlt sich verdammt gut an, dass hier alles seinen gewohnten Gang geht. Ja. Peter. Wait, komm. Ich hab's grad gesehen. Komm. Ich kann mich da locker reinklitschen, warte mal. Ich kenne diese Spieler. Ah, das sieht sehr. Das sieht nicht klick. Ja, da kann man sehen, dass da im Haus einfach nichts drin ist, dass es einfach nur ein leeres Model ist. Es ist zwar okay, aber es ist okay, dass da ein leeres Model ist, weil es da halt weniger zum Laden gibt und die Ressourcen somit gespart werden, aber trotzdem finde ich es für ein Spiel, was original 30 Euro kostet, etwas zu wenig von der Ausstattung an Häusern. Der Schutz von Paul's End ist oberste Priorität. Wir sind auf alles vorbereitet. Ich glaube, das ist meine Hütte, wenn ich richtig. Ist das mein. Nee, das ist nicht mein Haus. Und es gibt hier zwei. Ein normal begehbares Haus. Ich rücke vor. Hm? Das ist ja ziemlich scheiße. Ich sehe das Ziel. Gegner dort drüben. Augen offen halten. Ich greife das Ziel jetzt an. Was ist? Ich suche mir einen besseren Winkel. Jetzt kracht, ihr Sünder. The fuck? Ich habe halt kaum Munition. Stellungswechsel. Und wir haben eine Kirche. So, mal gucken, was wir an Vorteilen alles haben können. Helfe 8, ne? I. Helfeauswahl. Ja, okay, das. Tritt aufs Gas. Gefängnis von Hope. Wo ist das? Hier spricht Herrscher. Vorteile, Helferauswahl, Logbuch. Und wo ist das hier? Jess Black. Das ist halt alles bin nicht beim in sie. Also da, ich will ja den hier Johns Region, ich will ja John zum Fallen bringen. Genau. Und zwar will ich ja John schon zum Fall bringen. Das heißt, wir gehen jetzt direkt mal dorthin und werden ihn einfach mal wegrotzen. Und meine Hunde quälen. Ich mag's. Irgendwo einen Schutzengel haben. Geh mal weg, kurzen. Fuck, Joseph. Das ist aber echt zu gut. So. Bin dabei, legen wir los. Weil Joseph hat ja mittlerweile schon seine Jünger oder wie auch immer er sie nennen will. Auf mich angeheuert. Könnt noch den bewaffneten Konvoi zerstören.
Egal. Und er jagt mich ja in das Flugzeug, der kleine Hund. Ah, da vorne ist noch ein Liefer. Was ist, wenn er die auf einmal nicht bekommt? Oh Gott. Oh. Personentransport. Muss ein bisschen aus der Reichweite. Wo ist der Transport? Wo ist der Personentransport hin? Ach du Scheiße. Perfekt. So, dann klauen wir euch das Fahrzeug. Kann losgehen. Fahr. Könnte Ärger geben. Ich habe wohl ein Hufeisen im Arsch. Lass mal Pause machen. Tritt aufs Gas, Deputy. Ah, okay. Du atmest doch, die nicht. Okay. Ich liebe dieses Spiel einfach nur an grafischen Details, liebe ich es. Yo! Sicher! Boah!
musst du ausprobieren. Bestes Spiel aller Zeiten. Ne. Ach, kein Ende. Gezeichnet. Ah, okay, was denn jetzt? Wahrscheinlich mich jetzt noch einmal anfangen, bin ich. RIP. So wahrscheinlich. Hier ist Rick. Warte. Da könnte nicht. Ich suche gerade nach Orten, wo eventuell noch so ein Stützpunkt sein könnte. Aber die Map ist halt riesig. Ne? Das ist halt echt krass, oder? Warte mal. Das ist Wade aus dem. Cool. Ach, da sehe ich, wie welche Tiere ich, also welche Leute ich bekomme. Hier ich den Hallo? Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt. Hier spricht. 5 Kilometer. Ja, die Map ist halt riesig. Klatschnixen. Okay. Keine Ahnung, ich glaube, wir fahren gleich mit größeren. Aua. Achtet auf euer Feuer, wir dürfen ihn nur einmal treffen. Okay, ich konnte nichts dagegen machen. Ah. We love you. Er hat sich ganz schön gewehrt. Auch? Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Ach, geh weg, Junge. Hallo. Ich hab, glaube ich, ihn. Oh, oh. Ich glaube, ich habe da ziemlich ans Bein gepisst. Und darüber bin ich stolz. Seit 12 Jahren. Und wie ging mir diese Sprüche immer? Ja. Wir sind Tischer so einer Bahn und haben wir das ganze Werkzeug zu. Ja. Meine Eltern waren die ersten, die mich die Macht des Wortes ja lehrten. Ja, ja. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Ja, komm, mach mich los. Ich dachte, ich halte es nicht länger aus. Tat ich es? Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war... Klar? Ach du Scheiße! Ich blickte zu ihnen auf. Was bist denn du für ein kränker Psychopath? Alles, was ich sagen konnte, war... Ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Du bist ein kranker Psychopath, was bist du? Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue.
war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Okay, weg, du Hexlohn. Erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen. Du bist geistig doof. Und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Ah. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ach so, das willst du machen. Du krankes Schwein. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich. Das Wort? Ja. Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Ja, dann. Du kranke Schwein! Also wer möchte zuerst? Hm? Wer von euch? Hm? Ich kann halt nur ja sagen, oder was? Das ist Lektion Nummer... Ja! Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Du bist ein krankes Schwein. Ich werde dich öffnen. Und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann... Nein, nein. Wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Kann ich dich befreien? Kollege, was ob ich mir das antun würde. Bring dich her und ich Dreck. Oh fuck. Was zum Teufel ist das hier? Also mal ganz ehrlich. Oh. Ich hab kein. Oh. Ich habe mir meine Waffe genommen, die Wichser. Und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Ah. Okay. Die haben hier alle nur Aluminiumbälle. Geht's hier hoch? Ah, einfach. Okay. Alter. Heilige Scheiße. Ihr habt alle geistige Probleme. Regeln. Das ist falsch.
Boah, ich will hier weg, Junge. Der geistig bin. Das könnte schlimmer sein. Weißt du, hier musst du nur bei. Du kannst Richter. Im Osten, ja. Fuck you. Gebt ihm all den Jetson, den er verdient, Brüder. Sagt ja! Ich gebe mein Leben im Namen des Vaters! Aua! Du hast geistige Behinderung, da bist du. Na, mehr als eine geistige Behinderung auch wieder. Ich distanziere mich gegenüber jedem, der sich darüber angegriffen fühlt. Gebt ihm all den Jetson. Ich meine natürlich nur fiktive Charakter. Doch komm, gib mir deine Munition und deine Waffe. Ich muss hier raus. Danke. Scheiße. Ja, den Zünder aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Deine Ma wird dich auch zu dir führen. Ach du Kacke. Oh, da kommt. Siehst du? Das ist die Macht des Ja. Ach, scheiß drauf. Ah, aua. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Verlasse diesen Ort. Friss deinen Jetson in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin wie ein Schwein ausbluten. So, wo bin ich denn hier? John's Gate. Ach, geil. Sicherheitstor. Ach, nö, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Deputy, Deputy, hör gut zu. Es gibt ein Problem. Eden's Gate hat etwas klargemacht, dass sie den Verkünder nennen. Das ist ein gottverdammter Panzer. Sie wollen die Straßen zurückerobern. Und eine unserer Patrouillen steckt mittendrin. Die brauchen deine Hilfe, und zwar schnell. War dies? Ja, ich komme hier. Ich visiere das Ziel an.
Wir rufen. Ich habe zwar echt wenig Schuss, aber das wird schon reichen. Zur Not knall ich ein paar Piggies noch ab. Oh. Weg. Also, wir gehen nochmal richtig. Die sind alle da komplett geistig behindert. Und wollen jeden töten. Sehe ich das richtig? Das ist jetzt scheiße. Und zwar ziemlich scheiße, oder? Grian kommt noch. Ah, okay. Ernstmeister, nee, ich will eigentlich fliegen können. Hier, Gleitschirm. Und zwar, falls ich hier mal nämlich runterstürze. Genau. Oh. Geht zum Beispiel diese Flugzeuge, die was mich wahrscheinlich gleich verfolgen. Ja. Hey, ist das Vollend? So. Das ist ja Mini von hier oben. So, es sollte ja in der Theorie jetzt mit dem Gleitschirm rausspringen können. Richtig? Ich hoffe. Hui. Oh ja, kann ich perfekt. Das töte mich. Mann am Boden! Hilf mir! Danke, Deputy. Der verdammte Altraum auf Rädern ist direkt durch uns durchgerast. Überprüft den anderen Kontrollpunkt, die Straße ab. Schnell! Gott, hilf mir! Ich bin da! Fahren wir zur anderen Blockade! Ich komme mit! Wir müssen zu den anderen! Los, los, los! Sowas habe ich noch nie gesehen! Wir müssen den Truck aufhalten! Wir das Ding nicht aufhalten, tut es keiner! Sieh nur, was da hinten los war! Ja, das sieht noch gut aus. Wir schaffen das. Was auch passiert, lass dieses Ding nicht durch. Wir können es nicht aufhalten. Was sollen wir tun? Aua.
Die Sünde muss. Ich würde gern sehen, wie Joseph John den Hintern versohlt. Oh Gott, bereit machen! Wir müssen verdammt nochmal abhauen! Guten Tag, Sir. Nur Mut, wir schaffen das! Was auch passiert, lass dieses Ding nicht durch! Wir können es nicht aufhalten! Was sollen wir tun? Ich komme jetzt zu dir. Ich gehe da lang. Ich schulde dir was. Bin dabei, legen wir los. Halt mal an! Nichts passiert, nur ein paar Kratzer. Irgendwer muss mir Whisky bringen. Verstanden, Schwester. Alles, was du brauchst. Versteht. Vorsichtig. Das mache ich jetzt nicht. Ich halte dir den Rücken frei. Kann losgehen. Fahr. Das ist nicht, wenn man alleine spielt. Oh wow. Ja, wie scheint, habe ich den Verkünder erwischt. Hi Kumpel. Mein Gott, das war bis hierher zu hören. Unglaublich, dass du das geschafft hast. Deppel sehe ich. Ach Quatsch, jeder hier schuldet dir mehr, als er je zurückzahlen kann. Die Straßen sind wieder sicher und das verdanken wir dir. Ich weiß schon, dass dich Dutch ganz schön auf Trab hält, aber fühl dich willkommen. Wenn du mal quatschen willst, ich bin für dich da. Pass auf dich auf, Deputy. Der Verkünder. Oh Gott, stirb! Alter, wie wenig Leben ich noch hatte. Oh fuck. Das wäre
geschafft. Auf zum nächsten Kampf. So, gibt's hier vielleicht irgendwo noch so ein Kackversteck. Nein, ich glaube nicht. Also da oben auf jeden Fall hier. Da oben noch. Ray's Crew ist fahren wahrscheinlich noch mal aus dem Posten. Tritt aufs Gas, Deputy. Scheiß Peggy! Was ist das auf? Voller Kopfschuss! Danke. Das wird die Sekte mir büßen. Ja. Okay. Okay. Klar. Mhm. Hey, Bruder. Ja. Hey, hallo. Alles klar? Ich bin dabei. Legen wir los. Klar. Immer noch KGs. Verstärkung ist auf dem Weg! Preiset den Vater! Ach, ihr preist gleich gar nichts mehr. Ah, jetzt bist du böse. Warum war das klar? Hallo, bitte tu mir nichts. Aua. Alter, du hast echt einen Traum. Hallo. Es kommt Verstärkung aus dem Westen. Alter, klar. Emmys und Peggys. Dieser Peggy. Ah. Ah ja, klar. Aua. Boah.
ist halt echt scheiß Peggy ist. Ja, ich meine, warum nicht, ne? So, jetzt haben die keine Außenposten mehr hier. Narrator. Meine Seele ist vergiftet. Krank. Von Krebs zerfressen. Also muss sie herausgeschnitten werden. Aber du lehnst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht. Komm her, will ich hier. Ich suche nach einem Kuhflüsterer. Zuerst sagte schon, das war's, bevor er nicht wissen sollte, wie das geht. Ich muss ernsthaft den Schweißbrenner updaten. Dschungelkönig. Scouts, Deputy. Ich lebe und kann weiterkämpfen. Wait, what? Wait, what? Was ist mit meiner Granate passiert? Ist die in meiner Hand hochgegangen? Ich brauche Munition. Ja.
das ist mir eigentlich egal. Ist es wirklich? Klar. Gallop Kettle ist wieder. Hey, ich will dir was sagen. Einfach nur, weil ich diese Silos hasse, ja? Geh ich jetzt dort hin. Ich geh da lang. What the fuck? Feinde voraus. Rett deine Seele. Naja, das brauchen die nicht mehr. Verdammt! So. Das habe ich bis hierher gehört. Du musst ein Insektensilo getroffen haben. Die sind randvoll mit Dünger, aus dem die Peggys Sprengstoff herstellen. Dasselbe Zeug, mit dem diese Arschlöcher Nick und mich angegriffen haben. Schalte sie alle aus. Mein Vorschlag? Nimm Nicks Flugzeug. Wait, what? Der hat bestimmt nichts dagegen. Hä? Klar. Au, hä? Hä, ich steh auf und werd dann instant umgeschossen. Das ist ja mega dumm. Das ist ja mega scheiße, du. Aber mega. Ja, wenn auch langsamer als im Großteil des Landes. Kann ich dich mal kurz sprechen? Guten Tag auch. Wie geht's dir, Mann? Alles in Ordnung hier. Der Widerstand hat diesen Ort abgeriegelt. Stellungswechsel. Zum Peggys. Bitte tu doch was. Mein Leben lief von meinen Augen ab. Ich hab noch alle wichtigen Teile. Auf mehr kommt's nicht an. Bete für mich. Ah, ein Schwein. Schweinchen. Nee. Used Coast. Was? Ich glaube nicht, dass man das rauchen kann. Bestimmt. Ich steige ein. Ah, wo fahre ich jetzt hin? Ach, da, das gehört auch noch zum Gebiet. Ach du Scheiße, ja, da werden die locker irgendwo noch mal aus dem Posten oder einen Schrein oder was weiß ich hingestellt haben. Oh, nee. Ja klar, hier werden sie irgendwas hingestellt. Ja, hier. Ja. Hier ist definitiv noch was. Ich bin dabei, legen wir los. Oh. Was denn hier alles? Irgendwie. Hallo. Ich bin froh, dass du es aus dem Bunker geschafft hast. Ich hoffe, man hat dich nicht tätowiert.
Sieht nicht nach einem Außenposten aus, aber es sieht aus, als ob die Hilfe. Yes. Was heute? Komm, jetzt, danke. Flammenwerfer, ja. Oh, mein Bogen. Ein wunderschöner Bogen. Ich mache es freischalten. Ich hoffe. Schön, Waffen zu freischalten. Nein. Ernsthaft. Ich will diesen Bogen haben. Der ist echt so. Man weiß, ich glaube, den findet man nur hier. Okay, mein Bogen. Achso. Aua. Seid ihr? Habt ihr Peggy im Visier? So, Peggy ist. Warum seid ihr so? Geht's mir ziemlich auf den Sack, weißt du was? Das Auge am Himmel nimmt Schaden! Aua. Aua. Böse. Danke. Wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Jetzt hole ich ihn mir! Von hier oben sehe ich nichts! Sind aufs Gas, Deputy. Ernte-Truck? Ja, da wird hier sicher noch irgendwo hier ein Lager sein. Auf jeden, da kann ich weg. Da noch irgendwo ein Lager ist. Achtung da unten! Achtung da. Habe Sichtkontakt! Direkt unter mir! Wo ist ein Sino? Ach da. Scheiße, hast du komplexe da oben. Brauchen wir einen Führer? Ja, wie soll ich denn dagegen ankommen? Ja. Spezial
Okay. Kommt man hier vor? Nö. Ich lebe und kann weiterkommen. Hä? Was? Was bringt diese Scheune? Das wird wahrscheinlich später für irgendeine Mission sein. So als ich schon denke. Ah, es wird später hier für irgendeine Mission sein. Hä? Wo ist der Truck? Hä? Don't despawn, you shit. So ein Teleport. Stellungswechsel. Ich will doch nur die Welt hier so ein bisschen erkunden. Achso, diesen Bereich hier. Oh! Kommt der auf uns zu? Ja, der kommt auf uns zu. Nichts passiert. Mein Verkratzer. Verstanden. Das kommt. Ich gehe da lang. Was? Das Ziel erreicht. Das war der bewaffnete Konvoi, ernsthaft? Der war ja Lash. Verstanden. Ich bin bei dir. Bin dabei, legen wir los. Unsere Sünden. Die mit ihren Sünden, ne? Das ist ja echt nicht mehr feierlich langsam. Sich offengelegt, können nun entfernt werden. Befreien wir unsere Seelen und Herzen. Der Schmerz der Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Und dank dir, Deputy, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ihr werdet alle Ja sagen. Jesus, das ist Gnade.
das neueste Handy. Und für dieses Handy brauchen wir die neueste Smartwatch. Los, okay, manchmal gebe ich ihnen schon recht, aber das rechtfertigt keine Sekte, die jeden killt. Kann losgehen. Fahr. Ihr könnt nämlich... Ich und verloren. Danger geht aus, okay. Ja, das ist ein Außenposten. Mein Gott, irgendwas trampelt hier rum. Das ist doch nicht schlimm hier! Los. Jetzt gibt es Sonder hier, Sünder! Weit gerichtet! Oh, ein Helikopter. Das ist kein Außenposten hier, wirklich. Oh. Siehst du die? Meine Güte, hör doch mal auf damit. Das ist kein Außenposten hier. Ach, dann wird's halt für Missionen sein, ne? Als ob ich alle Außenposten hier schon eingenommen habe. Es waren ja echt wenig dann. Ja, Deadman's River, genau. Hier ist dann die Mitte. Okay. Es war wenig. Gehen wir mal zur. Geh ich hin. Ah, okay, hier hin. Schnellreise. Jo. Weil der Flieger nervt ein bisschen. Ja, ja, ich komme ja schon. Da oben! Ja, dauert. Oh. Du bist der Deputy, den die Sekte sucht, oder? Ja. Ich heiße Grace. Ich habe schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht. Das ist ein gutes Timing. Siehst du die Gräber da unten?
Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggys wollen die Gräber schänden. Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Uns demoralisieren. Uns brechen, damit wir aufgeben. Aber nicht, solange ich hier bin. Solange ich noch atme, rührt niemand das Grab von meinem Dad an. Ich bin eine gute Schützin, aber ich brauche Rückendeckung. Sie dürften gleich wieder da sein. Okay. Acht auf den Pfosten! Aua. Pass auf mich auf. Au. Au, warum hab ich... Danke für die Blumen. Aua. Auf, du Scharfschütze. Meine Güte. Ach. Voll nicht. Mein Gott, das sind nur eingebuddelte Tote, da ist nichts mehr drunter, kein Gehirn, nichts Denkendes. Ich verschwinde hier! Feind gerichtet! Arrivederci, amore mio! Komm, stirb, komm, stirb! Ich werde alle Ungläubigen töten! Wirst du das? Du wärst tot! Werde ich das? Vielen Dank. Hast du Zeit zum Reden? Ja. Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde jetzt nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, nix gesagt hier. Du hast also Grace getroffen. Ich kenne sie schon, seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart und eine Kämpfernatur, genau wie ihr Vater. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten. Ich bin da!
klar. Hallo, Flugzeug. Komm, Piloten. Erhebt den Führerschaft. Wo habe ich denn diesen Vorteil? Wingsuit? Nee. Autoreparatur. Primär. Leiser Schritt. Sprengmeister. Sektormeister. Zurückwerfen. Köcher. Gewehrmeister. Hilfbummer. Führung. Wow. 2 von 3. Wow. Den Gang hier einmal wischen, bitte! Ich komme von oben! Auf das Ziel im Visier! Das ist jeden einzeln! Ich werde hier durchlöchert! Ach, wir fahren hier einfach weg. Ja, ich glaube, der ist tot. Ich greife das Ziel jetzt an! Was für ein Penner, Alter. Ohne Witz, diese Peggys sind echt schlimm. Ich dachte, da wäre kein... Oh, da ist natürlich noch ein Haus, klar, das Einzige, was ich übersehen habe. Ja, für dich auch, Kollege. Ist es nicht das? Was fällt euch ein? Hä? Ja. Okay, gut. Wir ignorieren, dass der gerade noch gelebt hat.
Ja, da zieht auch ein US-Auto. Ja, da zieht noch ein Außenposten raus. Also, die einzige Location, die ich noch nicht geguckt habe, war hier. Und hier wird es wahrscheinlich auch eins sein. Und die werden beide vernichten, ja. Und das. Autsch. Na nee, Gott lieb mich. Wird das so. Hallo. Fahren wir noch dahin und gucken, ob da wirklich eine ein Sektenstützpunkt ist. Wenn ja, wird der zerstört. Ich möchte in meiner Region hier keinen Stützpunkt haben von denen. Klasse, Deputy. Mit dem Sprit kann der Widerstand weiter Patrouillen fahren. Und das scheint auch dringend nötig zu sein. Die Sekte hat einen krassen neuen Truck. Seit wir den Witzelmacher zurückhaben, haben die nach einem Weg gesucht, die Straßen wieder zurück zu erobern. Ich halte dich auf dem Laufenden. This is Inscape Territory. Oh, hör auf zu meckern, Alter. Was bist denn du für ein cooles Ding? Oh ja. Oh ja. Das Ding ist zwar lang. Oh ne, das ist nicht mal lang. So. Na, es geht schon. Hat er versucht, mich anzuzünden und ich habe ihn dann überfahren und er ist dann explodiert. Nice. Oh, ich weiß mein Stuhlkraft. Ja, fast 24/7 zu Hause sorgen, weil die Regierung meint, sie müssten kacke sein. Ja. Während ich in einer Animation war. Wirklich? Deswegen haben die meisten uns deaktiviert, die Kollision während einer Animation. Was einfach kacke ist.
Aua. Das sind Karten, auch kann ich die nicht nehmen. Ach du meine Reihe. Halleluja. Geld ohne Ende. Weiß, wir haben einen Afghanistan. Nett. Ich bin wortwörtlich zu dir hingegangen und hab dir das Genick gebrochen. Hilf mir. Wir freuen gleich das erste Gebiet. Wuhu. Warum hat mein Fahrzeug zuerst angefangen zu brennen und seins nicht? Bitte. Mein Kumpel ist im Bunker gefangen. Ich habe gehört, was John macht, um dich böse. Ja. Hat er gesagt, Gott vergebe mir, während ich ihn überfahren habe? Ja. Thank you.
Ah. Alter. Niemand holt hier Hilfe, Kollege. Oh, kein Alarm, finde ich gut. Alles an einem Tag repariert, egal was. Tritt aufs Gas, Deputy. Thank you.
klar. Mr. Juggernaut. Ja, das war echt hart. Schön, dass ich keinen Schatten habe. Fällt mir auf. Hier steigt gerade ein Quad noch. Ich muss irgendwo einen Schuss finden. Hier hängen aber auch überall Leute auf. Tschö. Ja, scheiße, wenn man nicht toll nachschlagen kann. Deine Taten haben Konsequenzen, Deputy. Ich habe deine Freunde hier in Fort End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Es gibt nur eins, was gefährlich ist. Du darfst dich uns gerne anschicken. Die glauben, die könnten mich aufhalten. Dazu fahren hier jetzt überall Widerstandskämpfer rum. Aber Achtung! Da erwischt man sie!
Da drüben! Wo denn? Ich sehe nix. Ich sah nix. Nichts passiert. Nur ein paar Kratzer. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ey. Wer bist denn du? Hey. Halt still. Ich möchte Jezorn schreiben, nicht Korn. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. What the fuck? Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entzündung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ich tue Buße. Ach du Scheiße. Fahrrad. Das ist die Macht des Jahres. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Macht. Ich bin frei. Was zum Teufel? Wie krank ist dieser Typ? Fahrrad, du hast da eine Waffe drin. Ich weiß es. Du hast sie mir mal gezeigt. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Oh. Es ist nur ein Wort. Waffe! Ich schieße!
los! Los, schieß! Bring John zu deiner Ranch! Los! Scheiße, habt ihr geistige Probleme. Aua. Heb mich an, ne? Natürlich nicht. Das ist halt zu zweit viel einfacher, ne? Na, ich hab keinen zweiten. Das ist unfair. Wurde wo markiert? Der Hilfe, der ist halt nicht verfügbar. Der ist ziemlich unfair. Ihr verdammten Peggys! Los, Deputy! Bevor er entkommt! Betrete! Warum? Nix sagt ja. Sagt gar nichts ja hier. Kollege, okay. Hier waren wir doch schon. Das Ding gehört ja. Hä?
Ach, keine Ahnung, ich bin dort hier. Ich kann fliegen, wenn du. Achso. Auf dem Weg! Schnappen wir uns den Hurensohn! Nick Ray! Hast du schon vergessen, was ich dir gesagt habe? Leck mich! Du bist ein verdammter Teufel! Und wir schicken dich zurück in die Hölle! Hörst du mich? Du bist ein toter Mann! Na. Wie ansteckend geht's schon doch sein kann. Jetzt muss ich euch beide töten. Klar, so schnell geht das. Muss das Klo. Wann kommt der ja. Och nö. Sag Bescheid! Warum kann ich das? Ja. Warum sehe ich das wieder nicht in. Oh, keine Ahnung. Hast du schon vergessen, was ich dir gesagt habe? Leck mich! Du bist ein verdammter Teufel! Und wir schicken dich zurück in die Hölle! Hörst du mich? Du bist ein toter Mann! Na. Wie ansteckend geht's schon doch sein kann. Jetzt muss ich euch beide. Warum hat er. Warum hat die da im. Warum? Warum haben die da zwei fucking Schützen und ich bin nur alleine? Das ist unfair. Sag Bescheid!
Was ist denn das? Ich kann halt nicht fliegen. Ich... Das ist halt unfair. Wir müssen unsere Sünde bekennen. Wir müssen Buße tun. Panther, Nick hier. So kommt mir der Motherfucker nicht davon. Ich kann fliegen, wenn nötig. Sag Bescheid. Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast ihn weggeworfen. Sieh nur, was du getan hast. Sieh den jetzt an, den du entfesselt hast. Ich sehe nicht mal sein scheiß Flugzeug. Ja, wer als erstes unten ist, kann man auch als erster schießen, ne? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Richtig. Du bist ein kranker Psychopath. Gott, deiner Seele gnädig sein. War klar. Es war einfach scheißklar.
bin am Boden. Yeah. Ah ja. Besser gehen weiter. Auch wenn die meisten Staaten der Region den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet haben, zählt Nordkorea. Bin dabei, legen Sie los. Washington. Versucht unsere Verbündeten in der Region davon zu überzeugen, Druck. Jungsfreund, eine kleine Info. Zu stoppen. In den Läden gibt es neue Ausrüstung. Vielleicht ist etwas für dich dabei. Nordkorea hat zwar Atomwaffen. Sie können sie nicht abfeuern. Also. Fuck, das war knapp. Und außerdem sind Trump und Nordkorea mega dicke miteinander. Laufen. Nein. Ich bin gleich hinter dir. Komm in der Weg. Nein. Kannst du laufen? Lass dich hier aber auch kein Fahrzeug spawnen setzen. Aua. Aua. Hey, wo kamst du her? Hallo? Oh ne, die Kabine ist verwirrt. Sag ja, würde ich mal kaufen. Och man. Ja.
ist halt schon ein bisschen unfair, alleine reinzugehen in einen fucking Bunker. Die Hilfe, die erstmal dabei hat, darf nicht rein. Ist normalerweise für zwei Leute vorgesehen. Setz das klug ein. Überhaupt nicht. Das ist halt überhaupt nicht gut gedacht worden. Es gibt auch wenig Munition. Benutze. Black Horse Peak, Holland Valley. Launch Complex. Oh, wait, what? Oh. Launch Complex, das heißt hier ist eine... Ah. Ja, klar. Ach komm, jedes Game hat. Jedes scheiß Game hat heutzutage. Da macht's wieder Ping. Insbesondere, es ist halt classical mega unfair. Man spielt alleine und hat somit fast keine Chance, irgendwas hier zu reißen. Ich bin tot, durch nichts. Das hat für grob ausgelegt. Das ist wirklich schlimm hier! Sie haben mich erwischt! Warum hat dieser John C. zu einem fucking Atomsilo Schlüssel? Warum? Intakten insbesondere noch, ja? Das ist intakt. Thank you.
Meine Güte, euch haben sie doch alle ins Gehirn geschissen, ey. Meine Fresse. Danke, danke. Willkommen in der Zukunft. Ja, ja. Ich bin froh, dass wir sie gemeinsam teilen dürfen. Morgen. Das Leben regenerieren. Silo. Landin Raketen. Ach, Scheiße. Ich will euch rauslassen, aber funktioniert nicht. Warum gibt der eigentlich? Warum gibt es so viel Verrückten eigentlich Waffen, ey? Ey, der Collins kommt. Deine Mark kommt höchstens, um dich abzuholen, Kollege. Ich bin euer Vater. Ja, ja. Ihr seid meine Kinder. Ja, morgen. Und als solcher gewähre ich euch Zuflucht. Ja, morgen. Doch, können wir. Die wollen die Polizisten raus. Wenn John wirklich tot ist, müssen wir es zu Ende bringen, so wie er es gesagt hat. Einer ist nicht tot, der lebt noch. Guck mal. Er lebt noch, alles gut. Komischer gläubiger Freund lebt noch. Warum kann ich manchmal Takedown ausführen, manchmal nicht? Das ist schon wieder so ein... Der mit dem großen. Okay.
den ihr mich als euren Vater annehmt. Ein Zentimeter. Das ist falsch! Das könnt ihr nicht mehr umfassen! Links und rechts von euch stehen eure Brüder und Schwestern. Lernt einander kennen. Umarmt einander als eine Familie. Denn gemeinsam werden wir Hand in Hand durch die Tore nach Eden schreiten. Boah, Junge, diese... Deine Stimme macht mich kirre in der Zeit. Ja, ne, das ist ja lecker. Würde ich mal behaupten. Warte mal. Okay, ich wollte gerade sagen. Ja gut, dann. Autsch. Autsch. Meine Fresse. Habt ihr geistige Probleme gehabt? Hallo, guck mal. Guck mal, ich bin so Helden. Rocky? Du? Oh Gott. Oh Gott. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße! Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Mein Bein auf. Die anderen. Okay. Da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Ja, nee, weißt du, ich hab grad die Komm Hälfte. Schon. Wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Es gab eine Zeit, da habe ich im Dienst noch Falschparker und Jagdverstöße aufgeschrieben. Ah. Die Tür ist zu. Gibt es noch eine Stadt, die gerettet werden müsste? Alle. Die Sekte hat 10 Waffen für jeden Anhänger. Versuch die Zellen zu öffnen! Wir werden allein! Ich krieg die Kurve! Bitte nicht! Klar. Wer blockiert mich? Ich konnte nicht nach hinten gehen. Komm schon, wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Ich
The power of yes. Yes. Alter, die haben echt geistige Probleme. Meine Fresse. Fun Fact, es gibt keine Seele. Es wurde nicht nachgewiesen, dass es eine Seele gibt. Jetzt kämpft. Wir müssen zuerst was? Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Startsequenz wird abgebrochen. Welche Startsequenz? Okay, halt die Augen offen. Ich habe dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Hm? Oh. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggy! Lass sie nicht unsere Leute befreien! Schon okay! Los, ich schieb deine Seele! Klar. Dieses Spiel ist eindeutig für mehr ausgelegt als für eine Person. Er könne frei von Sünden. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Immer. Scheiße, Peggy's! Immerhin, ja. Sind denn hier Konsolen? Also mal ganz ehrlich. Ah, sind's doch die Dinger. Schon uns läuft die Zeit davon. Achtung. Kommt zu uns im Reno. Ich glaube, ich hab da was.
Ja, geil, wie. Achtung! Achtung! Warnung! Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Notfall. Evakuierung. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Warnung. Ich soll doch da nicht ernsthaft rüber springen. Notfall. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Genau. Ich mach die Benzintanks. Welche Benzintanks? Gibt's ja auch irgendwas zum Beschießen, ne? Rauch entdeckt. Ja. Ah. Das sind die Dinger, die was mich high machen. Jetzt erst. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Ja, ich möchte nicht sagen, dass das schwer ist, aber... Doch, kann ich, seht ihr das. Tja, tut mir leid, wenn zu ca. 10.000 Leute auf dich schießen, ist es ziemlich schwer, den Enterhaken zu benutzen. Game. Da bleiben nur zwei Wege, Erlösung oder Tod. Und Erlösung und Tod. Der Widerstand kommt hier helfen. Ich hab doch E gedrückt. Hallo. Alter, was? Zeit denn für Assis? Weißt du, es hieß, ich soll nicht getötet werden. Was machen die? Die töten mich. Ah, da steht nichts drauf. Normalerweise steht da was drauf von sich. Das hätte ich einfach runtergelabelt. Wir müssen die Vergangenheit abwischen. Deputy, der Widerstand kommt dir helfen. Helikopter im Anflug.
Tja. Das hilft nichts, wenn da 10.000 Feinde sind, kann ich noch so viele Luken öffnen, wie ich will. Du hast eine Anfrage bekommen, geil. Wieder für Sie, der Widerstand kommt dir helfen. Helikopter im Anflug, wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke, da sollten Schaltkästen sein. Du hast halt absolut null Chance, dein das zu machen, weil es brennt, du siehst nichts und es kommen unendlich Feinde. Wieder für Sie, der Widerstand kommt dir helfen. Helikopter im Anflug, wir treffen uns oben. Der Hallo? PT. Öffne die Luke, da sollten Schaltkästen sein. Genau, und jetzt spawnt sogar noch einer hinter mir. Und vor mir wieder. Geil. Öffnen. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Glück. Du kommst hier nicht durch, Deputy. Du stirbst mit uns. Klar, anstatt einen Ausgang zu suchen. Nein. Ihr geht lieber auf den Tod. Deputy, ja. Der Widerstand kommt dir helfen. Ihr habt echt komplexe Gegner. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Wir fangen. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Fun Fact, das sind kranke Wichser. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten. Feuer in Abschnitt B. Notfall. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Sünder! Oh. Nice, ich hab scheinbar geschafft. Erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ah. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir.
Man wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Region ist halt befreit. Gas, Deputy. Du weißt ja, wie man sagt, nur ein toter Peggy ist ein guter Peggy. Alter, das ist ein Sprichwort. Kann ich tanken? Sehr viel mehr Tiere rumgelaufen. Ja.
Koma. So, da ich hier jetzt komplett fertig bin, außer bewaffnete Konvoi, was ich jetzt noch mache. Da ich dann wirklich gleich mal, ob wem ich hosten kann. Aua. Und wieder 3 Stunden. Ich hab 6 Stunden zusammen. Das geht. 6 Stunden ist in Ordnung. Das reicht mir. Ich verstehe nicht, warum dieses Spiel. Ist halt nichts mehr los gerade. Passiert nichts, ist langweilig, ja. Dann so ist ich ja das Spiel nicht. Hab einen Auftrag für dich. Letzten September war ich mit meiner Schwester hier, um mir die Hülsen aufheben und meine eigene Sucht zu hoffen. Bären wie diese habe ich noch nie gesehen. Boma. Das ist ja echt wichtig. Bin dabei, legen wir los. Ich muss noch einen Helfer anheuern. Nehm den. Bin gleich da. Fahren nämlich jetzt ins Peggy-Land. Hier spricht Virgil Minkler. Komplette Peggy-Land. Das ist seine Insel, ja. Du fährst. Sehe, haben wir nur einander. Wir kämpfen. Der
Ab hierher! Ich kann nicht durch! Heilige Scheiße! Ist das gerade wirklich passiert? Ich überlebe. Was will man mehr? Ich war geboren. Aufpassen. Feinde voraus. Böse Katze. Ganz böse Katze. Oh, ich bin so seit sehr böse. Pui. Jetzt wieder. Beide down? Ja, wow. Zur Verstärkung der Bunker eingesetzt. Gar keine. Hier spricht wer? Schlechte Idee, oder? Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Danke nochmal, Deputy. Mit dem Bahngelände sind wir einen Schritt näher dran, unsere Heimat von dieser Sekte zu befreien. Ihr habt doch schon euer kleines County da befreit.
Schon. Ja. Ah. Die Verstärkung müsste jeden Moment da sein. Tschüss. Da hast du uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern und hören nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Max auf der Straße! Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. Was zum Teufel? Lang machen und so. Ja.
Ah, gut. Ich weiß nicht, was er gemeint hat mit vermissen lässt. Sie sind an uns vorbei! Sie sind über die Mauern! Sie kommen auf dich zu! Ich bin tot. Das ist schon wieder auch so eine Mission. Da musst du zu zweit sein. Die geht nicht alleine. Sag ich nur dazu. Was zum... Ja klar habt ihr Raketenwerfer. That's real realistic, my boy. Ja, auch scheinbar. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja einen Atomsprengsatz gehabt. Ihr seid eine fucking Sekte. Ihr seid besser bewaffnet als das Jungs. Sie kommen von der Westseite. Ja, ja. Ja, morgen. Westen.
Danke. Du hast mir den Arsch gerettet. Oh, vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Danke. Rickzwack. Rickzwack, ja. Rickzwack, danke für den Follow. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen am Überlegen bin. Oder ich spiele halt gerade ein bisschen konzentrierter. Aua. Ey, was bist du? Je, ein Zombie. Weg. Nein. Was hältst du denn aus? Danke. Wir müssen in Hope County. Rogers, irgendwo ist ein Schweißgerät. Footy hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln, und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein, ein paar der Peggys wollten hier hoch, die sind erledigt. Tür! Ist nicht so schlimm, das wird wieder. Nur immer draufdrücken. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Na? Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, der Mann hier... Tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens geht so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Schon besser. Okay. Der mit seinen Knöpfen oder Anhängern oder was das auch immer. Mein Freund. Wir sollten es uns hier wohl nicht zu gemütlich machen. Deputy, geht mich zwar nichts an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Die wissen, wo wir gebraucht werden. Oh. Der Test mit dem Proben von Überfahrenen hat meine schlimmste Befürchtung bestätigt. Eine Psyche kann nicht mehr gesunden. Wenn sie dem Wirkstoff zu sehr ausgesetzt wurde. Notiz an mich. Genaue Ergebnisse später noch dokumentieren. Ich muss sicher noch weiter forschen. Es kann die Angel-Angels nicht halten. Aber vielleicht kann ich ihnen helfen. Kann ich ihnen anders helfen. Oder uns. Ich brauche noch mehr Proben. Des Wirkstoffs und biologisches Material von Betroffenen. Ich muss es versuchen. So überwältigend die Zahl der täglichen Fälle auch sein mag. Es gibt etwas, was ich tun kann. Ich weiß es. Ach, vom Tierarzt. Ah ja, okay. Wenn dir eine schwebende Frau begegnet, das ist Faith. Bett. Aber ich sag dir, ohne die wäre der Widerstand echt am Arsch. Komm mal eben her, Rookie. Ja, Moment. Ich hasse dich. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass ich dich nochmal wiedersehe. Nach dem Absturz kann ich mich nur an Nebel erinnern. Dann bin ich durch ein Feld gelaufen. Und dann sah ich sie. Du hast sie auch gesehen, oder, Rookie? Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern, oder dir geht es wie dem Marshall. Das Bliss. Es lässt dich alles vergessen. Du fühlst dich frei. Du willst für immer dort bleiben. Aber es ist nicht real. Nichts von all dem. Hätten Virgil und Tracy mich nicht gefunden, wäre ich immer noch da draußen, schwimmend in einem Meer aus Bliss. Ein Gefangener in meinem Kopf. Sie haben mich gerettet. Die Cougars, das sind gute Leute, aber sie sind ziemlich am Ende. Wir müssen ihnen helfen, Rookie. Niemand sonst tut das. Eine Sache noch.
Wir hatten einen Arzt, naja, einen Tierarzt, aber er tut sein Bestes. Er ist vor ein paar Stunden verschwunden. Keine Ahnung wie oder warum. Halt die Augen nach ihm offen, ja? Okay. Hey Kumpel, gibt's irgendwas Spannendes? Hey Kumpel, gibt's irgendwas Spannendes? Ich sehe dich suchen, aber... Den Peggys ist der Naturschutz doch egal. Wir schießen auf alles, was... Hast du eine Sekunde für mich? Ihr wartet Arbeit auf dich. Sie schütten es direkt ins Trinkwasser. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück gammligen Käse. Sie haben die der Marshall ist der Pech, das er mir erkennen hat, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Bin echt froh, dass Sheriff Whitehouse dir das sagen hat. Aber du kannst auf den Sheriff stolz sein, Junge. Er hat die Leute. Danke, dass du dich an die Arbeit, Rookie. Willkommen heißt. Ich suche nicht mehr. Wir verlassen Katrina und ihr Team. Hast du was von ihnen gehört? Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Ich muss schon sagen, sie hat aber eine schöne Stimme. Du wurdest gesegnet. Hanbane River ist jetzt ein verdammter Albtraum. Ich dachte, ich bin froh, dich zu sehen, Deputy. Wie viel weißt du über Bliss? Nichts. Ach, ja. Kostenloser Ratschlag. Pass hier auf dich auf. Okay. Die Leute kommen hierher, weil es ein guter Platz zum Schießen, Graben und Klappe halten ist. Der Schlüssel zu allem ist Geduld. Was ist hier los? Wir haben diese eine große Aufgabe hier und die lautet, Faith aufzuhalten. Sie hat mir alles genommen. Meinen Job, meine Ehe, sogar meinen Sohn. Und alles nur wegen diesem Bliss. Du bist jetzt einer von uns. Ein Cougar. Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, Deputy. Kennst du unsere Trinkwasseraufbereitungsanlage? Die Sekte hat sie besetzt und pumpt sie voller Bliss. Ist das zu glauben? Direkt ins Trinkwasser? Was für Monster tun so etwas? Tja, damit wird Faith nicht länger durchkommen. Ich sage dir was. Wir werden das schleunigst unterbinden. Was sagst du? Es ist ein Vollzeitjob. Du hast im Gefängnis echt das Blatt für uns gewendet. Bitte warten. Munition. Ach ja. Oh, nee, cool. Perfekt, ich kann ja. So. Was gibt's hier für Waffen? Eigentlich echt nicht. Das ist ja nichts Gutes irgendwie dabei. Ne. Ein Höllenjob ist genau das Richtige, um Faith aufzuscheuchen. Und das Mädchen hat alle Peggy mit ihren Lügen benebelt. Er ist halt ein Peggy, ne? Was erwartet man von denen? Zu weiß und zu weiß. Ich brauche nämlich zwei. Dann muss ich Werkstatt. Wir holen uns jetzt ein Auto. Welches besitze ich denn schon? Ja, genau. Was bist denn du? So, das Ding. Da hätte ich schon Bock drauf. Mal gucken. Was gibt's noch? Jo. Klar. Nee, Trucks. Ich glaube, einen Truck sollte ich haben. Den. Sei doch. Irgendwann sollte ich nämlich haben. Unterwegs. Kannst du perfekt nämlich freischalten. Du brauchst ja nichts zu kaufen. Hey, Deputy. Danke, dass du die Bliss-Transporter angegriffen hast. Faith-Leute nutzen die Trucks und Boote, um ganz Hope County mit dem Zeug zu versorgen. Wird nicht schaden, wenn du noch mehr zerstörst. Wenn die was herstellen, was die Leute umbringt, tja, dann wäre es doch nur gerecht, wenn der Tod auch mal gehörig an ihrer Tür klopft. Du
wanna go to a movie. Kann losgehen. Fahr. Wer bist denn du? Geh weg. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Dass ich lüge. Dass ich manipuliere. Dass ich den Geist der Menschen vergifte. Tja, ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre Geschichte. Ich glaube, ich bin im Bliss. Es war einmal eine junge Frau, die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war. Gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Die Psychologie von dieser Person ist echt. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Ah. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Typische Teenie. Und dann Symptom. Traf sie den Vater. Also ihren Bruder. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hat Wiedersehen. Was zum Teufel? Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Was zum Teufel? Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Ey, das ist ja Marsch. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Marsch. Ey. Folge dem Pfad. Was bist denn du für ein Suicide-Bomber? Du musst glauben. Lass los. Nein. Spring nicht. Spring, nimm das Wort des Vaters in deinem Herzen auf.
Wenn ich springe, bin ich tot. Ach, scheiß drauf. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Du wurdest reingeboren, folge dem Pfad und finde die Reinheit wieder. Klar. Sag doch. Ach du Scheiße, wie viele sind hier schon runtergesprungen? Da. Ach du Kacke. Da was? Fühlst du dich anders? Fühlst du dich lebendig? Der erste Schritt ist immer der unheimlichste, aber wir glauben alle an dich. Ach du Scheiße, mach die Pilgerreise. Wandle auf dem Pfad. Wir sehen uns bald. Ach du Scheiße, hat die alte einen Unterwaffe. Ich folge dir. Also was ist da gerade passiert? Bin ich da ernsthaft hochgeklettert? Ich weiß, was real ist und was nicht. Ich schwöre. Gut, ich hoffe. Da muss ich dir zustimmen. Ich hoffe es für dich. Nimm, was du brauchst. Hm. Alter. Wie wir da runtergesprungen sind. Damn, Son. Von Anfang an Teil der Sekte, aber dieser übernatürliche Scheiß ist neu. Ich weiß, was real ist und was nicht. Und dieses Troller ist definitiv nicht real. Also, zwei Personen, wir sind zu dritt. Ach du. Ja, ich meine auch. Nächstes Mal bin ich vorbereitet. Hey, du. Was ist da drin? Natürlich ein Backflammenwerfer. Echt jetzt? Vielen Dank. Ich wünsche dem Ding für schön. Dass das Gefängnis unser letzter Zufluchtsort ist. Wir müssen tun, was... ...um dort bekannte Terror... Dann fahr mal los. ...zu merzen. Bislang scheinbar ohne Erfolg. Tritt aufs Gas, Deputy. Die Maßnahme, die wir halten lieber und sehen uns um. Und macht den Terrorgruppen das Anwerben neuer. Ah. Die werden schon verfolgt, finde ich so. Ach du Scheiße.
66 FPS. Zwar spielbar, aber mies. Boah, Junge. Wenn das die ganze Zeit so geht, habe ich echt ein Problem. So. Wie kommen wir jetzt da rein? Ach, scheiße, die Füße. Wir giften ja echt den Scheiß hier. Der Part nach ihm. Was weiß ich. Na na, los, komm. Wie komm ich da rein? Da blinkt es. Alles was blinkt ist meistens. Okay. Wait, was ist, wenn ich da aus Versehen reinfalle? Okay, ich kann wieder raus. Das heißt, ich weiß, was ich machen muss. Ich bin damit echt nicht einverstanden. Jetzt muss ich warten. Ah. Nett. Hier muss ich wahrscheinlich genau dasselbe machen. Yep. Oh wow, ich komm, ich kann gar nichts mehr drücken. Ja. Gerettet.
das Wasser stoppen, aber nicht das Bliss. Ich kann alles. Zumindest sagt so meine Telekom-Anbieter. Sie können alles. A1. Haha. Ne. Ich will. Aua. Ich höre jede Menge Nachrichten über Funk. Die Peggys sind stinksauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, Deputy. Naja, das brauchen die nicht mehr. Tja. Bin dabei, legen wir los. Ja, er kommt schon nach. Meine Güte. Ach, guck mal. Jetzt sind sie beide da. Ha, ich wusste es. Kann losgehen. Fahr. Du warst am Abgrund und bist deinem Herzen gefolgt. Nun du glaubst fährst. Du. Schon okay. Du musst es nicht zugeben. Aber du kannst es sicher in dir spüren. Du bist verändert. Deine Freunde werden dich nie verstehen. Aber sind sie wirklich deine Freunde? Oh, so richtig am Arsch! Das sind halt echt Zombies. Schau's die Wand an. Hallo. Aua. Ich drück noch E gerade, weil ich den Reis zum Wegpoint angemacht habe. Ich rücke vor. Er soll die Frucht derer tragen, die des Pfades nach Eden unwürdig sind. Seine Wurzeln sollen sich am Fleisch der Sünder laben. Und er soll den kommenden Kollaps überstehen. Wie auch wir, die Kinder des Vaters, es werden. Sie wussten nicht, wie ihnen geschieht. Ja, natürlich. Aber ich hab's noch Wasser auf. Hey, komm mal her. Rookie, du machst da draußen einen tollen Job, aber Faith kann Ungehorsam nicht leiden. Wir haben erfahren, dass eine bewaffnete Patrouille auf dem Fluss unterwegs ist. Und das klingt auch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Sei vorsichtig,
Warte, los. Der Nebel steigt auf. Er lässt einen halluzinieren und wenn man ihn zu lange einatmet, tja, dann könnte man so enden wie der Marshall. Was ist mit dem Marshall passiert? Tja, dann könnte man so enden wie der Marshall. Ha. Ich weiß nicht. Wann bist du da hinten? Moment. Du bist ein Amtbaum. Warte. Für Bliss, krass. Dann fahr mal los. Natürlich. Oder hier nicht ausgeschildert. Was? Das nenne ich Zusammenhalt. Zäufe. Was haben die denn hier veranstaltet? All you can Drogen Party. Oder was? Unterwegs! Ja klar. Ich glaub bei euch hackt's echt nicht mehr. Ich glaube euch geht's wirklich nicht mehr gut, ne? Was zum Heiligen Totenmuttag Gottes? Nein, aufhören! Aua. Hey. Warum schwimmst du? Ah, ihr schwimmt beide durch die Kosse, Alter. Ihr seid doch auch nicht mehr ganz dumm. Und dann mal ganz dicht. Moin Doc. Ja, warte. Okay. Geh los! Deck mich! Hergegeben! Um Himmels Willen! Geh in Deckung! Jetzt fehlt mir noch mal jemand! Was weiß ich? Gott, das war heftig. Es ist vorbei. Ach, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt hat. Faith und ihre Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Na. Das war knapp. Genau meine Meinung. Klar. Geh in den verseuchten. Was kann da noch schief gehen? Ja. Springer. Da brauche ich die Erweiterung. Vorteil. Menschlicher Fisch. Gleich da unten.
ist denn da schon wieder ein Helikopter? Ihr schickt doch echt immer alles, was ihr habt, oder? Du hast uns allen das Leben gerettet. Ernsthaft? Ach, entschuldige, ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schiefgegangen. Verdammte Sekte. Ach, mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Ja, ja. Geht. Muss aufs Klo. Ach Gott, ey. So. Und zwar speichere ich jetzt das Game. Ich bin müde, ich will nichts mehr machen. Bin ehrlich. So, wir haben aus. Ja. Ach ja. Na, öffne dich. Öffne dich. Oh, warum muss ich. Ich hab's. Ach Gott, ich bin behindert. Ich hab's auf dem zweiten. Ach, mir egal jetzt. Ich hab's auf dem zweiten Monitor. Du streamst. Du streamst Arma 3 und. Der Typ, der einfach mal gesubbt, gefollowt hat, ist halt wieder. Hat wieder ein Flieger im Tuch. Finde ich interessant. Das sind einfach nur die Leute, die. Ach Gott, ja. Gut. Okay. Ich würde sagen, ich hoste so. So, okay. Rüber. Der Stream gerade ein bisschen dumm. Und ja, dann wünsche ich euch einfach einen schönen Streambang. Genau. Ciao. Freiwillige Arena wieder. Ich kann nichts senden im Chat, geil. Steam? Twitch. Okay. Twitter? Das Teil sieht auch heftig aus. Twitch? Na? Nicht? Krank. Okay. Boah, los geht's. Jetzt werden die Alpha-Partner. Aussieht, ich kann Elf-Partner werden. Aber ich von der Seite. Streaming-Partner. Das ist Stream.
Komische Sprache.